So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Ein sexueller Belästigungspanda ist wieder am Telefon und er verlor gegen einen Radikal. Das interessiert mich so viel. Ja, Moment, zurücklehnen und chillen. So, ja. Es ist Nacht, aus dem Grund, weil ich gerne einen Nachthaarer hätte. Und aus dem Grund, weil wir jetzt in der Arena gehen. Und aus dem Grund, weil ich jetzt Evoli an erste Stelle setze. Und außerdem aus dem Grund, weil ich Evoli jetzt aus dem Grund irgendwie einen EP-Teiler gebe. Ich hoffe, ich habe den im Inventar. Jawohl. Gut, und ich hoffe, Evoli entwickelt sich jetzt. Und wenn nicht, dann hasse ich Evoli ab sofort. Yo, Champion Spee. Es war eine lange Reise. Aber bald sind wir da. Zähl auf mich. Sandra, setz die mystischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind sie nicht zu besiegen, aber angeblich sind sie anfällig gegen Eis- und Feenattacken. Okay, der erste Trainer. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ja, ich zeige dir, wie stark sie sind. Okay. Mit Vergnügen. Ich werde deine Drachen einfrieren. Hallo Paul. Wow, ein Dratini. So, und was ich mich jetzt an der Stelle frage, warum haben die Trainer jetzt auf einmal in der Arena Level 34? Ich meine, das hätte man schon vorher auf der Route zum Eispfad einführen können, dass die Trainer schon auf dieser Route Level 34 haben. Aber nein, die müssen es halt so machen, dass es erst ab der Arena so ist, dass man erst trainieren muss, so wie ich es im letzten Part gemacht habe. Damit man nachkommt. Naja, scheiß drauf. Evoli benutzt Sternschauer. Tja, ihr seht, wie heftig unser Evoli jetzt ist, ja, nachdem wir es trainiert haben und neue Attacken beigebracht haben im letzten Part. So schnell kann es gehen. So schnell ist ein mächtiges Drachen-Pokémon gestürzt worden. Sagt man gestürzt? Ich meine, gestürzt sagt man ja eigentlich nur, wenn man Vögel irgendwie bezwingt, oder? Ach, keine Ahnung. Oh, er ist wütend. Wahrscheinlich, weil ich seinen Kameraden vorhin gekillt habe. Egal. Evoli überlegt sogar noch einen zweiten Drachenwut, falls es dazu kommen sollte. Und ich hoffe, du entwickelst dich, Evoli. Und wenn nicht, dann haben wir ein ziemliches Problem jetzt miteinander. Hier ist ein weiteres Ratini. Das können wir auch leicht killen mit Sternschauer. Da ist Step drauf. Nein, nein, nicht gut, nicht gut. Ich hasse Donnerwelle. Oh Gott. Ja, ich muss euch vorher warnen, dass in dieser Arena unsere Pokémon häufig paralysiert werden und dass ich mich vielleicht auch aufrege gelegentlich, falls es dazu kommt, dass ein Pokémon nicht mehr auf mich hört, weil es paralysiert ist. Okay, Evoli hat sehr viele Erfahrungspunkte mit diesem einen Kampf bekommen. Mein Drachen-Pokémon hat verloren. Beinahe. Das ist ein falscher Artikel. So, dann hier ist eine Leiter. Und ja, das ist der Grund, warum ich im letzten Part gesagt habe, ich brauche ein Onyx. Aber ich würde sagen, bevor wir die Felsen verschieben, um weiterzukommen, machen wir erstmal alle Trainer kalt, die wir hier zertreffen. Ich kann es nicht zulassen, dass ein unwichtiger Trainer an mir vorbeikommt. Sandra wäre äußerst außer sich, wenn ich dies zulasse. Na gut, da zähle ich ja nicht dazu, ne? Aber warum sagst du mir das? Irgendwie unnötig, dass du mir sowas sagst. Naja. Alma! 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 Föhr! Alma aus Föhr! Oh Gott! Ich hab Angst. Mein Pfeil, der zittert schon, siehst du? Dieser Pfeil da. Oh Gott, der Pfeil, der zittert. Siehst du das? Oh mein Gott. Ich tue euch jetzt mit du ansprechen. Genau das mache ich jetzt. Also, kannst du mir helfen? Was soll man jetzt machen? Oh Gott. Alma, die wird uns so fertig machen. Ich meine, die wird uns so... Ja doch, sagt man so. Gott, was setzt sie gegen Alma ein? Ich probiere es mit wohin genau. Und hoffe, dass Alma jetzt nicht da nicht ausrastet. Okay, sie befehligt ihr unterjochtes Seemon mit Aquaknarre anzugreifen. Okay, dann greifen wir jetzt einmal mit Spiegelcape an.
verteidigen unser Wing genau, mehr oder weniger. Oder unser Team mit Wing genau. So, bitteschön, mein Wing genau zahlt dir alles heim, was du ihm anrichtest. Und ihr seht, unser Wing genau kriegt gar nicht mehr so viel Schaden und richtet trotzdem sehr viel Schaden aus. Das heißt schon was. Das heißt auch im Klartext, je stärker Wing genau ist, desto stärker ist es. Ja, ist auch völlig logisch eigentlich, ne? Weil mit einem Wing genau Level 1, da zieht man deutlich weniger KP ab, als mit einem Wing genau, das Level 100 hat und 400 KP oder so hat. Ah, verloren. Alma! Ich beobachte dich. So, wir kommen nicht durch. Schleichen. Oh Gott, jetzt müssen wir an Alma vorbei. Leise. Hoffentlich erwischt ihr uns jetzt nicht. Achtung. Boah, das hätten wir geschafft. Gut, dann gehen wir mal dort lang. Ein weiterer Trainer. Almas Bruder. Nein. Es ist nicht so, als würden wir alle Drachen-Pokémon einsetzen. Ja eben, das Freund des Seemanns, das war von der Alma war ein Wasser-Pokémon. Arndt. Was bist du denn für einer? Was ist Arndt für ein Name? Heißt einer von euch Arndt? Also, falls einer von euch Arndt heißt, der kriegt ein Leckerli von mir. Nee, der kriegt von mir 5 Euro geschenkt. Nein, jetzt werden wahrscheinlich alle behaupten, sie heißen Arndt. Ich heiße Arndt, ich heiße Arndt. Kaum wenn es um Geld geht, schreien die Leute auf. Wie bei Mr. Krabs bei dieser Folge da. Bei dieser Spongebob-Folge. Ich habe hier einen druckfrischen Vierteldollar für jeden, der in diesem Haus ein Bad nimmt. Dann kommt so Mr. Krabs in so einer Wanne. Und so ist es auch hier mit Arndt. Also gut, ein Seemon. Ja, das sind alles keine Drachen-Pokémon. Aber warum sind sie dann in dieser Arena? Hm, das werden wir später schon erfahren. Ich nehme mal Apollo. Können wir gleich unser neues Team ein bisschen abwechslungsreich einsetzen. Ja, was heißt hier neu? Wir haben es halt nur ein bisschen trainiert. Wie bei Dragon Ball. Dragon Ball ist irgendwie auch immer dasselbe wie bei Pokémon. Ich meine, bei Pokémon, da treffen unsere Helden ein neues Pokémon und dann lernen sie Näheres über das Pokémon kennen. Dann taucht Team Rocket auf und das Pokémon erledigt Team Rocket. So besteht 95% aller Pokémon-Folgen ab der zweiten Staffel. Und bei Dragon Ball ist es so, sie kämpfen gegen einen Gegner. Der Gegner besiegt sie, danach trainieren sie und danach killt Son Goku den Gegner. So ist es auch fast immer bei Dragon Ball. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ihr es anders seht. Ist nur meine Meinung. Mist, wenn ich doch nur einen Drachen hätte. Ich kann dir sagen, trainiere deinen Seemann weiter und du wirst einen Drachen bekommen. Gut. Hier ist eine Treppe. Ein weiterer Trainer ist dort. Die Chance gegen dich zu verlieren? Nicht einmal 1%. Ach, heute ist Gegenteiltag. Okay. Ich werde verlieren. Oh nein, ich werde verlieren. Du wirst mich alle machen mit deinem Dragonier. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Ich bin ein totaler Noob im Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was ein Pokémon ist. Oh nein, und dieses Dragonier hat überhaupt nicht Level 37. Okay, ich werde jetzt nicht wechseln zu X-Buds. Denn X-Buds ist scheiße, eins meiner unzuverlässigsten Pokémon, was ich im Team habe. Greif mich nicht mit Drachenwut an. Na, das ist gut, das ist gut. Er hat mich gerade nicht mit Drachenwut angegriffen und das ist gut. So, jetzt werde ich nicht davon fliegen, weil mein X-Bud mutig ist, sondern mein X-Bud wird es nicht angreifen. Mit Fliegen. Und es wird ihn auch nicht one-hitten. Es wird ein One-Hitten, meine ich. Oh nein, ich hasse es. Ich meine, ich liebe es, wenn mein X-Bud paralysiert ist. Das ist das Beste, was es gibt. X-Bud, das paralysiert ist. Super. Scheiße. Ja, ich liebe es auch, wenn mein X-Bud nicht angreifen kann, weil es paralysiert ist. Ja, mache ich weiter mit Drachenwut. Ich liebe es. Gut, mein X-Bud hat dieses Dragonier gerade nicht besiegt und der Gegenteiltag ist vorbei. Und Evoli reicht Level 41. Entwickel dich! Wenn du dich jetzt nicht entwickelst, dann... Hey, du entwickelst dich. Aber zum falschen Zeitpunkt!
Wart noch ein bisschen. So, und jetzt mache ich so. Ich möchte nämlich, dass Evoli Bodycheck erlernt, beziehungsweise Nachthara. Ja, jetzt lernt Evoli Bodycheck. Bodycheck, vergessen. Welche Tage vergessen werden? Ich hau jetzt mal im letzten Part beigebracht. In diesem Part ist sofort wieder vergessen. Oh, soll ich Sternschau vergessen? Ich weiß nicht. Ich muss mal mein Moveset fragen. Heiliges Moveset! Was sagst du mir über die, Scheiße, falsche Datei. Falsche Datei! Nein, ich will nicht das. Falsche Datei. Na, das ist die richtige Datei. Moment. Mist, jetzt habt ihr schon wieder mein Moveset gesehen. Nicht gut. Okay, was steht denn da drin? Nachthara, Sonnentag. Oh, jetzt zeige ich schon. Ja, Sonntag kannst du bereits. Sonnentag, eine nicht erfahrene Attacke. Und, okay. Tja, oh Gott, das ist schwierig. Soll ich Biss vergessen? Ich meine, bei Bodycheck, da... wobei, es passt. Okay, ich vergesse Biss. So, und jetzt entwickelst du dich. Endlich. Guten Tag. Ich heiße Nachthara. Und ich wackel mit meinem Schwanz. Nachthara versucht, Horrorblick zu lernen. Aber Nachthara kann nicht mehr als 4 Attacken lernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Horrorblick vergessen werden? Nein, Horrorblick nicht erlernen. Ja, Nachthara hat Horrorblick nicht erlernt. Oh, endlich haben wir einen Nachthara, das wurde aber auch Zeit. Puh. Es ist vom Typ Unlicht, kann aber keine Unlichtattacke. Aber es kann Bodycheck, das ist eigentlich auch ganz gut. Schauen wir mal die Attacke von Bodycheck an, wie stark das ist. 90, ja, wie denn nicht. Mein Biss hätte... wobei bei Biss war eine Rückstreckquote dran. Aber egal, es passt schon. Nachthara passt schon. Du bist ein gutes Pokémon. So, und jetzt, da du dich entwickelt hast, Evoli... brauchst du den MP-Teil jetzt nicht mehr, sondern ein anderes Pokémon, und zwar, ich gebe es mal wohin genau. Okay, und jetzt passt es ja, jetzt können wir die Arena verlassen, weil wir eh Stärke brauchen. Dann verschieben wir die Felsen, gehen wieder in die Arena rein und ja, holen unser Pokémon wieder, welches wir jetzt ablegen müssen von unserem Team. Und dann kämpfen wir gegen Sandra, die Arenaleiterin. So, okay, hier Pokémon Center. Pokémon heilen wäre nicht schlecht. Ich spiele das mal. Zack, zack, zack. Hallöchen, Box. Hallöchen. Ich gebe dir jetzt ein Pokémon. Ey, wie planlos bin ich jetzt gerade? Das mache ich schon die Sprachen der Objekte oder der Gegenstände, die es hier gibt. Ist ja eigentlich egal, welches wir lagern. Lagern wir mal X-Bad. Tschüss, X-Bad. Und jetzt nehmen wir unser Aaron mit. Aaron, bitteschön. Du kommst wieder ins Team. Okay. Und jetzt... zack. Ich habe fast vergessen, dass wir ein Fahrrad haben. Zurück zur Arena und dann ein bisschen Felsen verschieben. Zack, zack. So, hier, ein Pokémon könnte das vielleicht bewegen. Gut, diesen Stein, den können wir hier reinschieben. So, bringt zwar allerdings nichts, weil wir einen zweiten Felsen hier bräuchten und den gibt es, glaube ich, nicht. Vielleicht gibt es ja doch einen, ich glaube jedenfalls, dass es hier keinen weiteren gibt. Vielleicht irgendwie den Felsen irgendwie noch zu verschieben, aber der liegt ja am Rand und den zu verschieben, wenn er am Rand ist, dann müssten wir schon diesen Trainer wegkriegen und das ist, sagen wir mal, unmöglich. Man könnte natürlich so einen Wandglitch nutzen und durch die Wand irgendwie jetzt gehen, aber ja, ich weiß nicht, könnte ich vielleicht mal machen. Gut, dann müssen wir hier einen Felsen reinkriegen.
Den kriegen wir nicht rein. Das heißt, den müssen wir verschieben nach unten. Oder wir könnten vielleicht auch diesen Felsen hier... Nee, das geht auch nicht. Nee, das geht nicht. Oder vielleicht doch? Nee, das glaube ich kaum. So, jetzt dann nehme ich mal den Felsen. Also ihr seht, ich habe die Arena nicht so studiert, was das Felsenverschieben angeht. Okay. Der Fels fiel hindurch, das ist gut. Dann haben wir hier noch einen Felsen. Der fliegt dort durch. So, jetzt haben wir alle Felsen zur Arenenleiterin richtig verschoben. Jetzt gehen wir mal wieder zurück ins Pokémon Center. Ich glaube, das ist biedig, das müssen wir uns nicht anschauen. So, Pokémon heilen müssen wir nicht, wir haben ja gar nicht gekämpft. Ablegen, Aaron, du kommst wieder in die Box, dort wo du hingehörst. Und jetzt nehmen wir unser X-Bud wieder mit. X-Bud, wir kommen zurück im Team und jetzt zurück in die Arena. So, auch wieder ein bisschen speeden. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt müssen wir wieder an den Ort, das hätte ich eigentlich offscreen machen können. Naja, egal. So, jetzt können wir eigentlich hier durchfallen, das ist ja egal. Ersparen wir uns ein bisschen Zeit. Und das ist die letzte Trainerin. Abgesehen von der Arenaleiterin. Drachen sind heilige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Doch, ich glaube schon. So, jetzt testen wir unser neues Aquamo, wollte ich sagen. Nachthaber. Ein weiteres Dratini, was ich nicht verstehe. Hier gibt es, ja, in der zweiten Generation gibt es nur insgesamt 4 Drachen-Pokémon. Dratini, Dragonir und Dragoran und das Pokémon, was die als Special-Pokémon hat, die Arenaleiterin. So, okay, Nachthara. Frisch entwickelt. Greifen wir mit Deepcheck an. Ach, zum Glück geht die Attacke daneben, sehr schön. Und los, Deepcheck. Ey, jetzt triff doch mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Das einmal treffen geht ja noch, aber zweimal, das machst du mir langsam richtig Angst. Okay, Nachthara, ich gebe dir noch eine Chance. Greif an. Dankeschön. One-Hit, wenn's geht. Ah, schade. Und jetzt auch Sternschauer. Sternschauer trifft zum Glück immer. Das ist genau das Gegenteil von Bodycheck. Ja, komm, Nachthara, du wirst dich doch jetzt nicht von einem Dratini killen lassen. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Nachthara, bitte, du bist frisch entwickelt, also streng dich an. Sogar Evoli hat's vorhin geschafft. Also geht doch. So, jetzt kommt Dragonir dran. Die Entwicklung von Dratini. Da wechsle ich nach Tara aus. Und setze jetzt mal. Jetzt haben wir denn noch nicht eingesetzt. Nehmen wir mal Gardos. Das kann ja Eiszeit oder Eis. Ne, Eissturm. Eiszeit ist ja die ganz, ganz neue Attacke, was Kyurem kann. In Schwarz und Weiß 2. So, Eissturm. Sehr effektiv. Eis gegen Drache. Wir haben auch Windrose als Alternative. Das ist Drache gegen Drache. Das ist auch sehr effektiv gegen Drachen-Pokémon. Ah, ich hasse es. Ich hasse paralysierte Pokémon. Und ich hasse es, wenn sie wütend sind und Drachenmut gegen mich einsetzen. Aber ich mag es, wenn meine Pokémon treffen, wenn sie paralysiert sind. Das ist quasi das Gegenteil von dem, wenn sie paralysiert sind. Was? Was sehe ich hier wieder für ein Mist? Ach, egal. So, Rosi hätten wir besiegt. Großartig. Ja, das finde ich auch. So, und jetzt zurück in die Arena. Das mache ich offscreen. Also, bis gleich. Okay, Sandra. Unser letzter Orden. Ich schaue nochmal unsere Pokémon an. Ja, passt. Okay. Ihr seht, wir brauchen nur noch diesen Orden, dann können wir in die Top 4.
Also, unser letzter Orden. Es geht los, wir holen dich jetzt. Ich bin Sandra, der beste Drachenmeister der Welt. Echt? Besser als Siegfried? Na komm, gib nicht so an. Außerdem Drachenmeister, heißt es nicht Drachenmeisterin? Ich meine, du bist eine Frau, oder vielleicht auch nicht? Sie ist anscheinend ein Mann. Ich bestehe sogar gegen die Top 4 der Pokémon-Liga. Willst du immer noch gegen mich antreten? Wieso immer noch? Ich tritt das erste Mal gegen dich an. Gut, auf geht's. Da ich ein Arenaleiter bin, bringe ich mein ganzes Können gegen jeden Gegner auf. So. Sandra. Ja, sieht irgendwie aus wie ein Mann. Okay, los geht's. Sein erstes Pokémon ist ein Dragonier. Okay, nach Tara. Greif mal mit Bodycheck. Trifft die Attacke auf einmal, sehr schön. Oh nein, er setzt Donnerwelle ein. Oh, geht daneben, haben wir ein Glück. Weiter angreifen. So. Oh nein, mach ein Nachtara ist paralysiert. Was mache ich jetzt nur? Ach, ich hab's. Ich setz einfach eine Beere ein. Ja, der Kevin, der ist vorbereitet in den Kampf gegangen. So, Sternschauer. Tja, so trickst man ein Garados, ein Dragonier aus. So, jetzt kommt ihr zweites Pokémon, ein Dragonier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So abwechslungsreiche Pokémon, die einsetzt. Da wechsle ich doch gleich zu ihm, genau. Und stimme ihr vollkommen zu, dass das richtige Team ist. So, wohin genau? Machen wir's denn? Spiegelcape. Ich hätte Bodyguard noch einsetzen sollen. Ja, wobei, Dragonier wäre eh schneller gewesen. Also das ist eigentlich völlig egal. Gut, dass ich Gyarados nicht eingesetzt habe, weil ich wollte jetzt Gyarados einsetzen. Vielleicht hatte ich so... Ich hatte in meinem Hinterkopf den Gedanken, Gyarados zu nehmen, aber wenn er Bodycheck, wenn er Donnerblitz kann, war es gut, dass ich jetzt Green genau genommen habe. Tja, du solltest dich nicht mit meinem Green genau anlegen. Es ist übermächtig. Es kann ein ganzes Pokémon mit Level 100 mit einem Schlag auslöschen. Nämlich mit Abgangspunkt. Ja, selber schuld, wenn du dich mit meinem Green genau anlegst und es drauf ankommen lässt. Jetzt kommt ein drittes Dragonier von hier. Hurra, ich bin begeistert. Da können wir Gyarados bestimmt einsetzen. Ich glaube kaum, dass sie einen Dragonier jetzt hatten mit einer zweiten Donnerblitz-Attacke. Normalerweise haben ja Drachentrainer immer abwechslungsreiche Spezialattacken. Zum Beispiel ein Dragonier kann Donnerblitz und ein Dragonier kann statt Donnerblitz Flammenwurf oder Feuersturm und eins kann wiederum eine Eisattacke. Ich glaube, dieses greift mit Eisstrahl an. Na komm, die ist doch sicherlich heiß. Es ist Sommer, du musst dich ein bisschen abkühlen. Hier, ich kühl dich ein bisschen ab. Hier, frisches Eis. Gratis. Geht aufs Haus. Oh mein Gott, mein Gyarados ist paralysiert. Aber auch dafür habe ich eine Lösung. Und zwar... Tja, der Kevin, der kann Kämpfe vorhersehen. Ich bin der Uri Geller in Pokémon. Tschüss, Dragonier, oder? Tschüss? Ja, tschüss, genau. So, jetzt kommt ihr Special-Pokémon. Die Entwicklung aus Seemon, Seedraking. Gut, wie wollen wir dieses Pokémon denn erledigen? Ich nehme mal Alpollo und schau nach, wie wir das jetzt anstellen. Ja, es hat Level 40. Das stärkste Rangeleiter Pokémon in Johto, Höhen wollte ich schon sagen. In Johto. So, schlafen. Schlafmelone. Die ist doch sicher, du bist doch sicherlich müde, oder? Von dem ganzen Trainieren mit Sandra und so für diesen Kampf. Und jetzt stehle ich dir deinen Traum. So, ja, schlaf ruhig weiter. Scheidet ihr bestimmt nicht, oder vielleicht doch? Ich weiß nicht, das musst du wissen. Ich klaue Träume, wenn mein Apollo klaut, Träume.
saugt sie auf. So, ein Angriff noch und das andere ist mal nicht erledigt. Ich hätte damit rechnen müssen. Egal. Apollo schafft es schon. Wir haben noch alle Pokémon und die hat gerade mal, ja, nur noch ihr Sedra King. So, jetzt prophezeie ich, dass ihr Sedra King aufwacht. Ah, was habe ich gesagt? Zwar habe ich nicht gedacht, dass er jetzt Hyperheiler einsetzt, aber egal. Ich bin Pegasus aus Yu-Gi-Oh! Ich prophezeie jeden Zug des Gegners voraus. So, jetzt wird es aufwachen, glaube ich. Daher greife ich jetzt mit Spupe an. Wir werden es nie erfahren. Okay. Das andere hat man erledigt und der achte Orden. Der Johto-Region gehört uns. Ich kann es nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Nein, du hast klar verloren. Nicht ein Pokémon konntest du killen, du Versager. Ich gestehe das nicht ein. Ich mag verloren haben. Aber du bist doch nicht reif für die Pokémon-Liga. Ich weiß. Stell dich der Drachen-Trainer-Herausforderung. Hinter der Pokémon-Arena liegt die Drachenhöhle. In deren Mitte ist ein Schrein. Gehe dorthin. Falls du beweisen kannst, dass du deine faulen Ideale aufgegeben hast, werde ich dir als Trainer ansehen, der du würdig bist, einen Orden zu erhalten. Ey, was? Gibst du mir jetzt nicht den Orden, oder was? Na, ist allen gegen allen Vorschriften der Pokémon-Liga. Dafür könntest du in den Knast gehen. Für 10 Jahre. Ach, was sage ich? 20 Jahre. Ich glaube, das werde ich machen. So, jetzt muss man eine Polizistin finden. Wo findet man denn eine? Moment, denk nach, Kevin, wo hast du einen Polizisten gesehen? Ach ja, bei Ducato City. Da, bei diesem Pension-Dingens, da gibt es Polizisten. Ohne Nachtwächter, aber ist ja auch egal. Okay, heuern wir einen Nachtwächter an. Der wird ihr den Arsch kalt machen. Oder ihm den Arsch kalt machen. Ach, scheiß drauf. Ob er eine sie oder eine Frau ist. Er hat gesagt, er ist ein Drachenmeister, also Drachenmeister, das wird wohl sagen, er ist ein R. Okay. Hey, Officer, ich hab da so eine Arena-Leiterin, die will mir meinen Orden nicht geben. Ja, heute scheint alles in Ordnung zu sein. Benimm dich nachhaltig aus Schwierigkeiten heraus. Hey, die Schlampe hat meinen Orden. Ich will ihn haben. Tun Sie was. Na los. Machen Sie was. Bewegen Sie Ihren faulen Arsch jetzt von Ihrem Posten. Hallo? Er macht nichts. Was mache ich jetzt? Warum muss ich ihre Forderungen jetzt nachkommen? Ist ja fast so wie Erpressung, ne? Wir kommen bei mitten im Leben. Nein, wie bei Verdachtsfälle auf RTL. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ach. Also gut, bevor ich da jetzt was mache, lösche ich Amadeus von meiner Telefonliste. Na, wo ist das jetzt? Wo ist die Select-Taste? Wo ist die Select-Taste? Ist die hier? Nein. Nein! Achso, Moment, man muss es mit A machen. Stimmt ja nicht mit Select. Tschüss, Amadeus. Nie wieder. Du hast mir zwar zwei Wassersteine gegeben, aber das reicht auch schon. So, was lagern wir jetzt ab? Ist ja eigentlich egal, ne? Ne, ist nicht egal. Verdammt. Ich lager mal. Wohin genau? Okay, was nehmen wir jetzt mit? Wir brauchen ein Pokémon, das Whirlpool beherrscht. Ich glaube mal, Felino kann Whirlpool. Denn in der Drachenhöhle befindet sich ein Strudel, den wir durchqueren müssen. So, Felino. Na, Gyarados kann auch Whirlpool, aber ich bin nicht so der Fan von Whirlpool im Team, als Team-Attacke. So, okay. Dann stelle ich mich jetzt vor die Drachenhöhle. Und dann geht's im nächsten Part weiter mit der Drachenhöhle. Ich sehe es ruhig, ja klar möchte ich Surf einsetzen. Was denkst du denn, Spiel? Ich habe keine Ahnung! Sag du es mir! So, hier ist die Drachenhöhle. Dann bis zum nächsten Part. Ciao!